Die Menschen kommen immer wieder zu mir, Herr Schäfer, gib mir einen heißen Tipp, sag's mir, die Aktie, die durch die Decke geht. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des 7-Jahres-Kurses Finanzielle Freiheit. Wenn du diesen Kurs machst, kannst du in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Menschen fragen mich, Herr Schäfer, sind eigentlich jetzt noch Immobilien ein gutes Investment, weil die ja schon so teuer sind? Und meine Antwort überrascht sie dann. Ich sage, das weiß ich nicht. Bist du ein guter Immobilieninvestor? Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig meine Antwort ist. Es geht nicht darum, ob gerade die Zeiten besonders gut sind, um irgendwo zu investieren. Du musst dich da auskennen. Du musst genau wissen, was du tust. Und wenn du das nicht weißt, ja, dann gibt es für dich keine gute Zeit. Das ist die Wahrheit. Genauso wie mich Menschen fragen, lohnt es sich jetzt noch in Aktien zu investieren? Sind Aktien jetzt noch ein cooles Investment? Meine Antwort kannst du dir jetzt schon vorstellen. Ich frage, bist du ein guter Aktieninvestor? Du musst nämlich dann Spaß haben an Aktien. Du musst wissen, was du machst. Du musst die Basics gelernt haben. Es ist ja kein Geheimnis, von wem Warren Buffett, der reichste Investor der Welt, und Charlie Munger, sein Partner, alles gelernt haben. Von Ben Graham. Du kannst sein Buch lesen, da steht alles Entscheidende drin. Ist ein bisschen zäh, ist nicht leicht zu lesen, aber du kannst jeden Tag 5 Seiten lesen. Und in 60 Tagen hast du die wirkliche Basic über Investment, über Aktien dir angeeignet. Und dann fragen mich Menschen, ist jetzt ein guter Moment, um in Unternehmen einzusteigen? Also um ein guter Unternehmensinvestor zu werden? Du kennst jetzt meine Antwort. Ich frage, bist du ein guter Unternehmer? Wenn du kein guter Unternehmer bist, ja, dann macht es keinen Sinn, dass du in ein Unternehmen einsteigst. Da kannst du ja nichts bewerten. Du kannst ja gar nicht entscheiden, ist die Firma gut oder nicht. Du musst einfach glauben, was andere dir sagen. Ich glaube, du verstehst, was ich dir sage. Ohne Geld- und Wohlstandsausbildung wirst du Geld verlieren, egal wohin du investierst oder worin du investierst. Dann nützt nämlich dann auch kein heißer Tipp was. Die Menschen kommen immer wieder zu mir, Herr Schäfer, gib mir einen heißen Tipp, sag's mir, die Aktie, die durch die Decke geht. Da nützt kein heißer Tipp was. Warum? Die Lage kann sich schnell verändern. Was machst du dann? Du bräuchtest sofort wieder einen Tipp. Du müsstest immer wieder Tipps bekommen. Du wärst abhängig. Weißt du, woran ich einen Investment-Banausen erkenne? Der sucht sichere Anlagen. Das ist ein Oxymoron. Das ist ein Wort, das sich selber widerspricht. Sichere und Anlagen gibt es nicht zusammen. Das ist die Wahrheit. Und solche Menschen, die diese Oxymora benutzen, die belügen sich selbst. Es gibt keine sicheren Anlagen. Manchmal sieht es so aus, glaub mir, dann kennen wir nur die Risiken noch nicht. Wir müssen wissen, was wir tun. Und wenn wir das wissen, dann wird das Risiko sehr gering. Je mehr Kontrolle wir haben, umso weniger Risiko haben wir. Ich sage das nochmal. Je mehr Kontrolle du hast, umso weniger Risiko hast du. Aber ein Restrisiko wird es immer geben. Genauso wie es keine Jobsicherheit gibt. Politiker wollen uns das glauben machen, Gewerkschaften. Aber es ist Quatsch. Ein Job ist niemals sicher. Das wissen wir, wenn wir ganz ehrlich sind. So wie es auch keine Rentensicherheit gibt. Ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben, in dem ich beweise, dass die meisten Menschen in einigen Jahren, die dann also neu in Rente gehen, nur noch 600 Euro oder weniger bekommen. Und wenn vor Jahren Politiker sich dahingestellt haben und erzählt haben, hey, die Rente ist sicher, da haben sie was Wichtiges verschwiegen, nämlich, dass sie ihre eigene Rente meinen. Ja, ja, die von einem Minister, die ist sicher, aber nicht deine. Die Rente der zukünftigen Generation ist eben nicht sicher. Und ein weiteres Oxymoron ist soziale Gerechtigkeit. Natürlich wollen wir alle Gerechtigkeit, wer will das nicht? Aber es ist ein Wunschtraum zu denken, dass alles in irgendeinem System total gerecht geregelt werden könnte. Es wäre ja auch Gleichmacherei und nicht Gerechtigkeit. Warum? Weil einige immer mehr tun als andere. Einige investieren in sich selbst. Sie lernen, sie lesen zum Beispiel das Buch von Graham. Sie arbeiten härter, sie sind freundlicher, sie sind hilfsbereiter. Und natürlich werden diese Menschen mehr verdienen. Und dann gibt es Menschen, die lernen, klug zu investieren. Das ist schlau, denn die reichsten Menschen der Welt sind Investoren. Was ich dir sagen will, verstecke dich nicht hinter irgendwelchen Oxymora. Belüge dich nicht selbst. Es gibt nur einen Weg, wie du wirklich reich und glücklich werden kannst. Du lernst das, was andere Reiche und Glückliche gelernt haben. Du lernst, dass es keine sicheren Investments gibt, sondern nur kluge Investoren.
Du lernst, warum die Anleger, die keine Ahnung haben, so viel Geld verlieren. Weil sie nämlich anlegen, ohne sich abzusichern. Die haben so diesen Sicherheitsgurt nicht um. Warum Buffett sagt, Regel Nummer 1 ist, verliere kein Geld. Regel Nummer 2 ist, denk immer an Regel 1. Wie kannst du es erreichen, dass du kein Geld verlierst? Indem du dich absicherst. Lerne, wie man das macht. Vielleicht bist du jetzt wütend auf mich. Wütend, weil du erkennst, wie viel du lernen musst. Wütend, weil du sagst, Mensch Schäfer, sag mir doch, wie ich mich absichere. Sag es mir doch ganz genau. Weil du auch denkst, vielleicht das System ist nicht gerecht. Vielleicht bist du auch deshalb wütend. Aber lenke deine Wut über das System bitte nicht auf mich. Ich sage dir, wie du reich wirst. Ob es dir jetzt gefällt oder nicht. Das sind die Regeln. Triff deine Entscheidung, was du mit diesem Wissen, das ich dir heute gebe, machst. Ich sage dir zum Schluss noch eine ganz wichtige Regel. Du wirst immer so viel verdienen, wie du verkaufen kannst. Verkaufen und verdienen, das sind auch so parallele Linien. Um es ganz klar zu sagen, deine Fähigkeit zu verkaufen bestimmt dein Einkommen. Darum muss jeder Mensch lernen zu verkaufen, wenn er sehr viel verdienen will. Und die Investoren, die Unternehmer und die Experten, die können verkaufen, deswegen verdienen die ja auch so viel. Wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, wenn du mehr solcher Videos möchtest. Dann bist du automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.